und willkommen zu einer weiteren kleinen Reaction hier auf meinem Kanal. Heute diesmal sogar live aus dem Stream. Ich habe ein bisschen Zeitdruck, deswegen nicht wundern, wenn die Uploads derzeit ein bisschen ungeordnet oder einfach mal komplett ausfallen auf meinem Kanal. By the way, herzlichen Glückwunsch, der Moisty Black Kanal, jetzt offiziell 3 Jahre hier zum Tag der Aufnahme. Ich glaube, ihr seht das dann einen Tag später. Und pünktlich dazu nicht nur die Leverkusener Meisterschaft, sondern nach über 4 Monaten auch mal ein neues Video von Niklas Neo. Link zum Video und zu seinem Kanal sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. So ein geiler Qualitätsfußball-Comedy-Content, was eine Aussage, aber egal, passt. Den Mann hatte ich ja 2-3 Mal auf der Gamescom getroffen, habe ich gerne mal bei dem Stand vorbeigeschaut von seinem Team dort, von seiner Organisation oder wie man es nennen mag. Ist ein sehr feiner Kerl, ne? Hat sich auch super Zeit genommen für die Leute, die da mal ein bisschen Kontakt mit ihm haben wollten, die da ein Autogramm wollten. Ich war einer davon. Der Mann hat ja sogar eine kleine Grußbotschaft, eine Videogrußbotschaft an unseren Discord-Server geschickt. Auch der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Aber jetzt würde ich mal sagen, es geht rein in Leverkusen-Fan, lag 1,5 Jahre im Koma. Und damit ist Schluss. Bayern München gewinnt ihr Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 4:0. Und die Leverkusener rutschen damit auf den 17. Platz der Bundesliga-Tabelle ab. Und der Mann hat... Oh. Und der Mann hat immer noch kein Leverkusen-Trikot, ne? Es ist so eine Schande, wirklich. Leverkusen ist 17. Ich weiß. Ja, und Köln. Wo steht Köln jetzt, hä? Wo stehen die Kölner jetzt? Da lachen sie über den 17. 1,5 Jahre später sind sie selbst dort. Aber ich sag trotzdem, Köln steigt nicht ab. Ist mein Tipp. Zumindest nicht direkt. Kann die Bayer AG eigentlich auch eure Punktebilanz ausgleichen? Ha. Nee, ehrlich, Jungs. Ihr seid echt witzig. Dino Mainz! Dino Mainz! Dino Mainz am Rhein seid ihr! Dino, wisst ihr was? Macht doch, was ihr wollt. Ich verzieh mich. Was hat er eigentlich für geile Poster da im Hintergrund? Sind das Displays oder sind das Poster? Sieht auf jeden Fall fresh aus. Dino Mainz am Rhein! Manni, pass auf! Schönes Wochenende euch, ne? Oh, Manni! Mann! Manni? Manni! Oh, ich hab's vermisst. Digga. Ey, aber for real, es hat doch safe jeder noch so einen Typen im Freundeskreis, der einfach noch Clash Royale oder Clash of Clans spielt. Also ich glaube, Clash of Clans spielen sogar noch mehrere. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist zumindest bei mir im Bekannten- und Freundeskreis so. Aber generell die Supercell Games, ne, die sind ja jetzt auch Jahre später noch so gefragt. Oh. Manni? Mein Kopf. Manni! Alter, hab ich einen dicken Schädel. Manni, du bist wach! Was ist passiert? Manni, du lagst über 1,5 Jahre im Koma. Über 1,5 Jahre? Ihr hattet 4:0 gegen die Bayern verloren. Eigentlich müsste er denken, dass Leverkusen abgestiegen ist, oder? War zwar erst der 8. Spieltag oder welcher, aber da war ja Leverkusen 17., als er ins Koma gefallen ist. Dann bist du über eine Bananenschale ausgerutscht. Stimmt, ich erinnere mich. Wir waren 17., oder? Ja. Ja. Und was ist mit uns passiert? Und dann habt ihr einen Trainer geholt, der noch nie zuvor eine Profimannschaft trainiert hat. Oh mein Gott, nein, ich weiß, was jetzt passiert. Oh, das ja. Ist wie in diesen Koma-Videos von diesem unlustigen YouTuber, oder? Oh, ich oh mein ganz Gott, bitte lustig. Sagt mir, dass wir nicht abgestiegen sind. Nee, dieses Mal nicht, Kumpel. Euer neuer Trainer ist eingeschlagen wie eine Bombe. Was? Er hat euch noch in seiner ersten Saison vom 17. Platz bis hin zur Euroleague-Quali geführt. Oh mein Gott, was? Und wir haben eure beiden Teams abgeschnitten? Wir wurden 10. Und wir wurden 11. Oh, das tut richtig gut, das nochmal zu hören. Schöne Sache. Dino Mainz! Dino Mainz! Dino Mainz am Rhein sind wir! Da guckt ihr blöd, was? Warte mal, wer ist überhaupt unser Trainer? Xabi Alonso. Xabi Alonso ist Trainer bei Leverkusen? Wirklich, das ist jetzt schon zu viel. Das ist jetzt schon zu viel. Also, diese 2-3 Fakten haben gereicht, damit du so einen Leverkusen-Fan aus dem Koma holst und der jetzt schon die Welt nicht mehr versteht, weil das zu viel krasses Zeug auf einmal ist. Yep. Alter, wie geil ist das denn? Und, funktioniert der gut? Ja, das kann man so sagen.
Ich sag's mal so, jeder Spieler, den ihr dieses Jahr geholt habt, ist unter Alonso auf einmal in seiner absoluten Prime. Echt? Wen haben wir denn so geholt? Ach, nur so Grimaldo, Boniface, Nathan Teller, Stanisic, und wer waren die anderen? Oh, Junge. Also wirklich, das ist doch so ein Exit-Trip, auf den sich Leverkusen da die letzten 18 Monate befindet. Junge, also das ist ja wirklich, früher hat man ja immer mal so ein paar Scherze gemacht, macht man ja heute noch von wegen hier, keine Ahnung, PSG wegen dem Geld, die spielen FIFA-Karrieremodus oder so in Real Life. Aber das, was Leverkusen da macht, hat ja nichts mehr damit zu tun. Das ist ja schon doch mal ein Level drüber. Beiden noch gleich, Bernd. Hilf mir doch mal eben auf die Sprünge. Hahaha, ha, ha. Echt witzig, Jürgen. Die anderen beiden waren Jonas Hofmann und Kanitschak. Ja! Die Ex-Gladbacher! Jawoll! Scheiße! Eigentlich darf ich mich da gar nicht so drüber freuen, weil das irgendwann alles zurückkommt, ne? Aber für den Moment ist es schon echt toll. Ja, na, Jonas Hofmann und Franz Chaka. Bernd, du musst schon ein bisschen lauter sprechen, ne? Wie der Kölner auch nochmal drauftritt, mit so einem versteckten Lächeln. Und jetzt gucken die auf dem 17. rum. Das kommt safe noch zu Wort. Stehen. Mann, ihr habt euch Jonas Hofmann und Granit Xhaka geholt. Wir haben uns Jonas Hofmann und Granit Xhaka geholt? Oh mein Gott, das waren doch immer zwei von deinen Lieblingsspielern, oder? Hä? Warte mal, kommt Würz nicht auch von Köln? Also der Kölner darf dann ja gleich gar nicht mehr lachen. Wir haben uns Jonas Hofmann und Granit Xhaka geholt. Hat Jonas Hofmann nicht letzte Saison noch seinen Vertrag bei euch verlängert? Ja. Ja, das hatte er. Und dann hat er sich ein Jahr später durch eine Ausstiegsklausel nach Leverkusen verpisst. Oh mein Gott, das wird mir so stinken, wenn ich Gladbacher wäre. Und wen haben sich eure Vereine so geholt? Ach, gut, dass du fragst, Manni. Möchtest du uns die Frage nicht beantworten, Jürgen? Sehr witzig, Bernd. Ach Mensch, Jürgen, jetzt sag doch mal, wen haben sich deine Kölner geholt? Wir haben eine Transfersperre bekommen und... Stimmt! Das hab ich vergessen. Stimmt! Und deswegen ist der Aufschrei gerade so groß, ne? Wenn die Kölner absteigen, dass sie ja im Sommer die ganzen Spieler verlieren, weil die ja keinen Bock auf zweite Liga haben, zumindest die meisten nicht. Und die können sich ja keine neuen holen. Entschuldigung, könntest du ein bisschen lauter sprechen? Ich glaube, der Manni kann ich nicht verstehen. Mann, wir haben eine Transfersperre bekommen und dürfen die nächsten zwei Jahre keine Spieler verpflichten. Ist das, was du hören wolltest? Oh mein Gott, das ist ja noch besser als der Hofmann-Transfer. Ein echter Brüller, oder? Ich wusste, der wird dir gefallen. Oh, Manni, frag ihn als nächstes, wie sie gerade in der Bundesliga stehen. Ja, ja! Oh, wie steht denn in der Bundesliga? Frag ihn! Wir sind 17. Ja! Nee, oder? Ist das schön, ey. Sag mal, wie viele Spieltage gibt's eigentlich noch? Nur noch 5. Aha, und wie steht ihr so? Ach, wir hängen irgendwo im Mittelfeld rum. Wir haben nichts mit Europa zu tun, aber auch nichts mit dem Abstieg. Wie immer. Okay, und wie läuft unsere Saison so? Manni, du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Wieso? Was ist los? Ihr habt in der gesamten Saison noch nicht ein Spiel verloren. Wie jetzt? Manni, ihr seid seit 44 Spielen ungeschlagen. Und ihr... Nee, also for real, wenn da wirklich einer aus dem Koma erwacht als Leverkusen-Fan und du sagst ihm das, der kann das ja gar nicht glauben. Also, du weißt ja gar nicht, wie du darauf reagieren sollst, weil das ja so surreal klingt, das glaubst du ja auch erstmal nicht. Also, da musst du schon wirklich selbst einmal kurz recherchieren, ob das stimmt. Ihr haltet aktuell den Rekord für die längste Serie ohne Niederlage aller Zeiten. Die Leute nennen euch Bayern Neverlose. Ist nicht wahr, oder? Doch, das ist es. Ja, das ist halt so das Ding. Also, vor allen Dingen, weil es von dem Gladbach und dem Köln-Fan kommt, das kannst du gar nicht fassen. Also, überleg dir das mal, das ist die längste ungeschlagene Serie in Europa. Also, und aus Bayer Vizekusen, oder halt einfach nur aus Vizekusen oder einfach Bayer Never Losen. Also, es ist von einem anderen Stern. Ihr seid im Halbfinale der Euroleague, im Pokalfinale und ihr seid Erster in der Liga. Oh nein, das klingt ja genau wie 2002. Warum denkt ihr denn an 2002, Mann? Freu dich doch. Manni. Nicht schon wieder so eine Saison, wo wir in allen Wettbewerben Top-Favorit sind. Nur um dann in letzter Sekunde wieder überall nur Zweiter zu werden. Manni. Ich will nicht wieder als Vizekusen enden. Mein Herz macht das nicht nochmal. Manni, keine Sorge, das wird nicht passieren. Aber woher willst du das denn wissen? Na, weil ihr schon Meister seid.
Am 29. Am 29. Spieltag. Junge, ist das krank, Alter. Ist das krank. Ihr müsst euch das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich glaube, viele denken sich, oh mein Gott, ist das krass. Holy shit. Das ist einzigartig, das ist besonders, das ist Geschichte. Aber man wird erst in ein paar Jahren, vielleicht so 20, 30 oder noch später, wird man realisieren, wie krass das eigentlich alles hier gerade ist, was die Leverkusener abziehen. Weil das ja wirklich, das ist nur von dieser Saison her, ist das ja Pep Guardiola oberstes Level. Kleiner Unterschied, Euroleague, Champions League, mein Gott, Alter, tut euch in den Kommentaren aus, wenn ihr mich an dem kleinen Ding aufhängen wollt. Ach Gott, ich kann doch mal reden, ich bin zu euphorisch unterwegs hier. Was? Ihr seid bereits Meister! Das ist doch absoluter Quatsch, wir haben doch gerade mal den 29. Spieltag. Doch, es ist wahr, Manni. Ihr habt es geschafft. Vizekusen gibt es nicht mehr. Vizekusen gibt es nicht mehr? Nein, ich träume gerade, oder? Kann mich mal bitte jemand kneifen? Das ist doch gerade alles nicht real, oder? Doch, Manni, das ist es. Das muss ein schlechter Scherz sein. Ihr habt euch doch abgesprochen. Wo ist die versteckte Kamera? Ist sie da hinten im Schrank? Manni, es ist die Wahrheit. Guck hier, hier sind die News auf Google. Ihr seid am 29. Spieltag mit 16 Punkten Abstand deutscher Meister geworden. Alter. Oh mein Gott, wir sind Meister! Mann. Ach toll, jetzt hatten wir schon mal ein Happy End und er hat trotzdem wieder einen Herzstillstand bekommen. Och Mann, wir konnten ihm noch nicht mal erzählen, was für verrückte Sachen im DFB-Pokal passiert sind. Und dass sie... Ach Junge, Alter, es ist aber auch wirklich... Da kannst du in Frieden abtreten. Scheißegal, ob da noch zwei Titel dazukommen oder nicht. Der Bundesliga-Titel an sich ist ja schon weltbewegend. Ein Finale gegen Kaiserslautern spielen. Ach, das hätte der uns doch eh nicht geglaubt. Ja, wo du recht hast. Vielleicht wird er wieder wach, wenn sie das Triple holen. Ja, das könnte sein. Du weißt, was wir jetzt zu tun haben, oder? Jo. Wir brauchen einen Arzt! So ein starkes Video, das gibt's doch gar nicht. Niklas, Neo. Bitte mach mehr Videos. Scheißegal, zu welchem Fußballthema. Die sind so genial. Wenn du sagst, du brauchst dafür mehr Zeit, nehmen sie dir alles gut. Aber, Alter, das ist ja so genial gemacht jedes Mal. Krank. Ich wollte gerade noch irgendwas zu dem letzten Punkt sagen. Bin mir aber gerade gar nicht mehr sicher was. Ist auch egal, ganz ehrlich. Checkt das Video unbedingt aus. Lasst dann ein Like da. Ich hab's dir schon gemacht. Es ist feinster Qualitätscontent. Und ich würde mal sagen, wenn euch die kleine Reaction hier gefallen hat, dann lasst doch gerne auch bei mir ein Like und ein Abo da. Ansonsten weitere Reaction-Vorschläge in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao. Fantastic.